Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Würde ich sagen, gehen wir heute mal leveln, oder? Beziehungsweise einen Teil des Parts müssen wir mal meine Chimera hochboosten. Und das können wir am besten im Pantator zurzeit. Später geht es auch noch woanders. Noch einfacher, wenn wir erstmal die im nächsten Tor ein bisschen uns das nächste Tor ein bisschen erkundet haben. Und einen bestimmten Diener bekommen, dann geht das alles relativ fix. Oh, jetzt knallt's. Yeah. Chimera Level 2. Boah, da kriegt er auch Werte dazu. Und Heil gelernt. Kälteatem. Oh, Stärke plus 9. Schlaf gelernt. Sehr gut. Und Kälteatem ist so eine Sache, die macht so eine Chimera richtig stark. Die ist zum Anfang des Spiels ist so ein Kälteatem auch mega gut. Man das halt echt noch braucht. Ich muss nur gucken, ich würde gerne zeitnah zwei Dungeons, zwei geheime Dungeons öffnen, optionale. Und zwar einen auf dem. Oh, dran ist noch im Rüstungsmodus, na gut. Antidot, nice. Und zwar einen auf. Na, wir gehen einfach mal rein. Auf dem Marktplatz und den anderen im Brunnen. Die würde ich gerne zeitnah öffnen. Denn den auf dem Marktplatz, da kann man, da kriegt man halt seltenere Monster, die kann man auch gut leveln. Und einen Boss kriegt man da, den wir für eine ganz interessante Paarung benötigen. Oh ja, Freunde, und dann kriegen wir einen Teammember. Wow, der rockt wirklich alles weg. Ja, 5, okay. Und dann müssen wir halt mal gucken. Im Brunnen, der Boss da kommt nicht mit. Aber im Brunnen da, und da erzähle ich euch nicht viel Neues, da gibt's halt. Juhu! Da gibt's halt Erz-Slimes und die geben über 1000 Erfahrungen und da kann man so schnell so gut leveln. Das muss auch unbedingt durchgezogen werden. Und dafür habe ich mir dann überlegt, ja, könntest du machen. Boah, Chimera macht jetzt schon so viel Schaden, ey. Ach, Chimera ist so toll! Das ist natürlich bei Viechern, die du. Alter, YMP-Klau, cool. Das ist natürlich bei Viechern, die du gepaart hast, die sind deutlich stärker als. Oh, guck dir das an. Schon 86 Stärke. Die sind halt deutlich stärker als die hier. Das ist klar, weil die nicht gepaart wurden. Den hier haben wir aus X-Man und Vampy. Das ist richtig, richtig gut. Oh, nice, Geld. Und dazu brauchen wir doch noch Futter. Und ich würde meine Chimera, glaube ich, sogar weiter verpannen. Ein ganz bestimmtes Monster. Ich hätte nämlich, und das habe ich in meinem ersten Run, das erste Mal, als ich Dragon Quest gespielt habe, da hatte ich dieses Monster ewig dabei. Also gefühlt bis knapp vorm Ende. Weil es einfach so richtig, also ich fand das damals so richtig toll. Das war der Todesrabe aus der Arena. Kennt ihr noch aus dem zweiten Arena Cup, da war der Todesrabe. Und den habe ich wirklich auch bis zum Ende durchtrainiert. Und gepaart und gepaart und trainiert, weil der einfach sowas von cool war. Mir gefiel der total. Und da hatte ich mir überlegt, mache ich das nochmal wieder. Das Doofe ist, wo war denn jetzt das? Ach, da hinten. Das Doofe ist, ich habe ja eigentlich vor, den Rockvogel ins Team zu nehmen, da er mehr HP hat und einfacher. Beziehungsweise, das heißt einfacher zu handhaben, beziehungsweise nützlicher ist. Und ich glaube, das werden wir dann auch so tun. Man könnte nochmal so ein Dragon Quest Monsters Run machen, irgendwann, wo man dann sagt, wir scheißen auf 100%. Uns geht es jetzt nur darum, alle, ja, Quatsch, das Spiel zu beenden. Ich wollte gerade sagen, wie willst du denn meine Chimäre erreichen? Mit Low Monstern das Spiel zu beenden. Ich meine, ich mache das ja so, dass ich möglichst viele starke Kreaturen um mich herum versammle. Und nützlich wäre es für mich auch zu sagen, okay, oh, nice. Ein Itemladen, haben wir auch zum ersten Mal gesehen. Der kauft unsere Sachen für den originalen Marktwert ab. Wie sagt man das am besten? Also für den Originalpreis. Wie viel Futter? Mal zwei Futter. Ja. Bisschen Geld verdienen ist immer gut.
Was hat er noch zum Anbieten? Kraut, Heiltrank, Antidot, Anti-Lame, Anti-Müde, Anti-Konfu, Anti-Fluch und Lebblatt. Nein, braucht man nicht. Und um das Ganze nochmal eben zu beenden, das wäre eine Möglichkeit, wo ich mir sage, ja, das könnte ich mir vorstellen, zu sagen, wir machen nochmal dann auf 200% oder sowas Run, wo ich dann nur Low-Team-Member ins Team nehme, also nicht solche legendären Viecher oder sowas, sondern wirklich sowas wie den Todesrahmen, den ich so gerne trainiert habe. Das muss man mal gucken. Also da bin ich offen, da könnt ihr auch gerne eure Meinung, eure Stellungnahme zugeben. Oder kommt der Kälteate? Natürlich auch ein Vierate nicht so stark. Money! 13 Gold. Oh. Da kommt mir das Monster in die Quere. Eine Monsterarmee! Pantalos, Dran, mach mal Flammenatem, Chimera, mach mal Kälteatem. Nur um es aufteilen. Den Picker hat es gleich am Anfang zerrissen. Warum auch nicht? Ja, okay, ihr seht, leider sind diese Viecher hier momentan für Eis noch nicht so empfänglich und anfällig. Aber seid. Verlasst euch drauf, das kommt noch. Das kommt noch, Freunde. Da tauchen Viecher auf, die sind für Eis sowas von anfällig. Nein, du machst wieder Flammenatem. Chimera macht nochmal Kälteatem. Warum musst du denn auch auf den Picker gehen? Der ist sowieso instant weg. Dran spluckt Flammenatem. Juhu. Juhu. Kriegen wir das noch hin, dass Chimera Level 10 erreicht? Dann könnten wir ins nächste Tor gehen. 54, ja, 104 Stärke, Alter. Der ist doppelt so stark wie Panther ungefasst. Alter. Komm schon, ein Monster. Lalalala. Wo seid ihr denn? Muss eigentlich nochmal ein Monster haben, was Feuer spuckt. Zusätzlich. Oh. Ach, Chimera ist mittlerweile auch schneller als Panther. Läuft. Und so werden langsam Panther und Drache verdrängt, ne? So ein Viech wie Chimera, der haut halt übelst rein. Komm schon, ich brauch noch Monster. Die Musik erinnert mich auch immer irgendwie so ein ganz bisschen an Zelda. Nicht diese Kampfmusik. Aber die Musik, ja, diese Overworld-Musik, diese Dungeon-Musik, die erinnert immer so ein bisschen an verschiedene Zelda-Spiele, finde ich. Ich assoziiere das immer ziemlich gern damit. Na also. So, und jetzt wird mega heil. Nice. Was, ich dachte, ich kriege eigentlich noch einen Eisatem. Oh, der kommt erst später. Egal, wir gehen einfach durchs Türchen. Und wir können mal eben schauen, ich bin mir jetzt auf dem Monsterhof, ob man verschiedene Monster paaren kann. Auf deine Reise gebe ich dir ein Kraut, ja. Mal eben gucken, wie sieht es hier bei euch aus? Slime, Zungenbär, Heum, das ist schon mal gut, dass der Level 10 ist, Heuhopser auch. Golem, ja, Eisdämon, den behalten wir mal schön. Picker ist Level, das ist nice. Picker ist Level 10. Da können wir mal eben gucken, ob wir mit Picker nicht irgendwas machen können. Wenn wir mit Picker nicht irgendwas machen, macht man ja nochmal einen Rockvogel. Boah, ich glaube, das kommt erst später, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Geh mal eben gucken. Muss ich erst den nächsten Rang machen? Wie war das denn noch? Nein. Thierry, wir bleiben in Verbindung. Ja. Komm, du Lappen, du. So, auf jeden Fall hier. Aber wann war das denn? War der das noch oder muss der erst weg? Rang D, pass auf Niki auf. Durch Paarung kannst du viele Techniken lernen lassen. Irgendwann hast du ein mächtiges Monster. Viel Glück.
Ja, Lava-Dämon, ja. Wer war das denn? Also dann kommt die, glaube ich, erst später. Also nach dem nächsten Rang. Ja, hier war das keiner. Du sagst nur, dass der Panther und Niki kämpfen, also ihr Panzer und ein Panther. Panakiert die hier schon mit Erstschlag, sei aber daher vorsichtig. Ja, die machen aber. Ja, okay, die machen wohl Schaden. Aber die machen jetzt nicht den unglaublichsten Schaden. Und der Irrpanzer. Ja, ich meine, mit so Flammenatem und sowas, da kommen, starten wir eigentlich ganz gut durch. Also ich brauche ein Monster, das. Ich glaube, das kommt jetzt in diesem Tor. Ein Monster mit Blitztechnik. Wir gehen einfach mal ins nächste Tor rein und gucken uns mal um. Ganz einfach. Hier ist der Ruhe- und der Mutraum. Rechts der Muttor, links das Ruhetor. Wir gehen nach links. Und ich glaube, da links, da kriegen wir schon ganz andere Viecher zu Gesicht, die wir auch im Endeffekt mehr als gut benötigen. Ich glaube, hier finden wir sogar Teile für meinen Gottdrak, den ich mir unbedingt so schnell es geht machen möchte. Hallo, wen haben wir denn da? Punkslime und Megahahn. Nee. Boah, alter Chimera. Ja, guck mal, und Punkslime kriegt. Der kriegt einfach noch 7 Damage durch bei Panther, das geht nicht. Nein. Okay, hier muss ich lang, dann gehe ich den. 7 Tore, boah, haben auch schon einen Sprung gemacht. Nice. Nur für 45 Gold. Boah, auch ein Sprung des Goldes. Die Panther waren das letzte Mal noch 17 Gold oder 14 Gold oder sowas. Und jetzt, pow. Schrauber und Megahahn. Ja, auch nicht schlecht. Aber die halten halt nicht durch, bis dass ich sie füttern kann. Aber ist kein Problem. Die Viecher kriegt man alle noch. Also, den Megahahn müsste man sich schon hier catchen, aber den kriegt man ja so Schrauber, das ist Flugmaterie. Pff, kriegst du super schnell hin. Anti-Rack, da passiert doch nichts. Aber guck mal, den Schrauber können wir jetzt zum Beispiel mal füttern. Kriegst mal einen Schinken. Schinken. Und wenn du möchtest, darfst du dann gerne aufstehen. Alkoma. Und da ist der Eisatem. Super. Eisatem ist eine sehr wichtige Technik, auch für später. Wird natürlich später noch besser, aber auch jetzt schon geht's da noch. Da ging es noch weiter, ne? Da müssen wir natürlich eben gucken. Wir sind das erste Mal hier, wir müssen uns umschauen. Oh, Hahnviper. Okay, die versuchen wir zu catchen. Gezielt zu catchen. Nein, nee, wenn die, wenn, das ist ja anders als im Pokémon oder sowas. Wenn nämlich ein Monster hier schläft, können wir es nicht füttern. Man frisst es halt nicht, weil es pennt ja. Das ist auch logisch. Schinken, Futter, Nuggets. Wir schmeißen erstmal ein Futter, denn Hahnviper kommt noch öfter. Pow! Weg. Was, es steht noch? Ah, schade. Oh, ein Heiltrank womöglich. Ein Heiltrank. Ein Punkeslime. Nö. Den aber mal gar nicht. Gibt nur ansatzweise Erfahrungspunkte, das ist okay. Und ich merke schon nach 14 Minuten Aufnahme, ich habe vergessen, mir etwas zu trinken hinzustellen. Ich bin auch selber schuld. Nee, nee, wir machen jetzt weiter. Das erste Mal hier, wenn wir durchs Tor gehen, ist natürlich wichtig, dass wir uns die ganze Umgebung angucken. Das Kraut da oben lasse ich jetzt mal liegen. Das Tor haben wir gefunden. Punkslime und Schrauber. Das ist ja auch bei Dragon Quest Monsters, ist das ja auch so, das ist ja auch bei anderen Dragon Quest Teilen so am Anfang der Gebiete. Jetzt muss ich gehen, Entschuldigung, es ist noch heute in der Frühaufnahme.
öfters angebracht. Am Anfang ist es ja noch so, hier bei diesen Anfangstoren in den ersten drei, vier Gebieten, da tauchen ziemlich schwache, schwächlichere Monster auf. Und Schrauber, kriegst auch nochmal ein Futter. Und je höher du kommst, beziehungsweise je tiefer du in den Etagen wanderst, desto stärker werden die Gegner. Also ein Schrauber oder ein Punkslein wird man in späteren Toren nicht mehr sehen. Nicht mehr so häufig wie andere. Da tauchen dafür andere auf. Und das ist das Ziel. Ich glaube nämlich, dass es hier... Oh, vielen Dank. Oder im nächsten müsste es auf jeden Fall... Wo gibt's die denn? Oder kommen die doch erst noch eins später? Nee, da kommen die garantiert nicht. Vielleicht kommen die auch da. Ah, jetzt fängt das schon wieder an hier. Giftböden. Entweder sind die hier, sind die in dem daneben? Nee, in dem daneben sind die auch nicht. Ich hätte mich ja informieren können. Oh, nee, was die Giftböden angeht, da laufe ich auch nicht durch die Welt, du. Nicht am Anfang des Games. Ah, es könnte auch sein, dass der später kommt. Oh, Dragon Kids. Gar nicht lustig. Oh, tot. Kann das Dragon Kid eigentlich einen Feuerangriff? Wir sollten Dragon Kid mal versuchen zu catchen. Hier bitte schön Schinken. Voll das Genick gebrochen. Level 12 dran, cool. Warum steht eigentlich kein Viech auf? Okay, wir sind genau richtig, laufen wir gleich rein. Die Giftböden hier möchte ich ohne Schwebe nicht untersuchen, denn sonst... Kann ich da nicht drüber schweben? Das ist auch schön, die ganzen Bäume hier. Das hat mir damals auch immer sehr, sehr gefallen. Da, da, da. Nicht dieses eintönige Hin und Her, aber diese Baumreihe. Guckt euch die mal an, die sieht wirklich schön aus, finde ich. Dafür damalige Verhältnisse. Ah, da haben wir ja denjenigen welchen. Und zwar ist das ein Knecht. Ja. Der Knecht ist deshalb interessant, weil er, vielleicht macht das für uns, da, das B-Schwert, das Blitzschwert beherrscht. Und den müssen wir haben. Mal Nuggets, vielleicht kommt er ja mit. Den brauchen wir, denn den müssen wir opfern für den Typen im Brunnen. Ja, Knecht ist dabei. Ist mir egal, wie du heißt. Wir gucken uns Knecht mal an. Level 7, das ist total egal. Das gehört zur Zombie-Familie. B-Schwert Vogelkill. Der kommt schön auf den Hof. Und den werden wir zeitnah dann opfern. Und dann können wir auch in das nächste Tor unter dem Brunnen. Und da gibt es dann Erz-Slimes. Und die müssen wir dann kaputt hauen. Wird noch schwierig werden, so ein Erz-Slime kaputt zu hauen. Würde ich auch mal gerne fliehen. Muss man gucken. Chimera Level 12. Sehr nice. Je stärker die werden, desto einfacher ist das. Ich könnte mir natürlich noch mit Panther... Nee, doch, doch. Mit Panther und einem anderen Viech. Oh, ein Stab. Ein Lura-Stab, der bringt mich zum Loch. Ich könnte mir natürlich noch ein... Oh, ein Hornhase. Noch ein Knecht. Habe ich noch was zu futtern? Mist. Oh, ich habe nichts mehr zu füttern, scheiße. Zu verfüttern, futtern. Fällt mir gerade die Kopfhörer weg. Ja, gut, okay. Dann müssen wir erstmal so durchgehen. Ein bisschen. Ja, der letzte Weg, der noch offen ist. Natürlich. Auch jetzt taucht eine einzelne Hahnviper auf. Ja, genau. Jetzt, wo nichts mehr zu futtern da ist. Ist klar. Ja, jetzt kommt wieder Futter. Jetzt ist zu spät. Zwei Hahnviper und ein Dragon Kid. Machen wir einfach mal los. Vielleicht greifst du das Dragon Kid an. Sehr gut. Chimera und Dran hauen eine der Hahnvipern weg. Perfekt. Und die andere Hahnviper bekommt jetzt das Futter. Vielleicht kommt sie ja mit. Hahnviper zählt, meine ich, auch zu den Drachen. Die Drachenfamilie. Ja, und die ist auch nicht so. Die ist nicht schlecht. Mann, oh. Blöde Viper. Aus zwei Hahnvipern kann man nämlich so einen ganz schönen Windviper machen. Die sieht toll aus.
Man kann auch nette Angriffe und aus einer zwei Windvipern kann man sich am Ende einen Würger machen. Und Würger zählt ja schon zu den extremsten. Oder zu den extremeren. Oh, ist nicht dein Ernst. Zu den extremeren Monstern. Wobei ich euch einen Weg natürlich heute auch wieder zeigen möchte, in diesem Let's Play, wie man den Würger viel besser und einfacher bekommt. Oh mein Gott, was ist das für eine Scheißecke hier? Ein Zombie. Ah, der wäre nicht verkehrt. Der würde mir die Karten spielen, wenn wir den kriegen. Den bräuchte ich sogar wirklich. Glaube ich. Funktioniert der denn? Warte mal. Oder brauche ich einen Teufel und keinen Zombie? Bin mir gerade nicht sicher. Guck mal, ob er überhaupt mitkommt. Nein. Dann schmeiß mal das Seekraut. Die Umgebungskarte ist vollständig. Ey. Ist da unten? Geht's da noch weiter? Geht's da auch noch weiter? Na komm. Mal gucken. Oh, toll, nix. So ein Käse. Drei Horn Rabbits. Na gut. Jetzt hat er noch überlebt. Oh, Scheiße. Au! Macht auch noch richtig Schaden hier. MP-Fang, Biesttöter. Nice. Oh, ein Stab. Den holen wir uns noch und dann benutzen wir mal den Lura-Stab. Jetzt seht ihr das auch mal. Lura-Stab benutzen. Flupp. Teleport. Mega-Teleport. So, Technik Chimera, Mega-Heil. Oh, dran. Auf dich nicht. Gut, dann holen wir uns jetzt den Boss hier. Da ist er. Vorne Slime, komm zu mir. Scheiße, warum gewinne ich nicht? Wer seid ihr denn? Willkommen im Casino. Hier gewinnt man Mondgold. Gut verdient. Ich habe gar nichts verdient. Ich habe noch nicht gespielt. Wer Kunde ist unmöglich. Können Sie was dagegen unternehmen? Ja, wir müssen nämlich viel spielen. Terry. Terry bedient den Geldautomaten. Die Bilder drehen sich. Kling. Drei Slimes. Ding, ding. Terry erhält 50 Mohngold. Juhu! Terry bedient den Geldautomaten. Die Bilder drehen sich. Übrigens, Glücksspiel kann süchtig machen. So. Die Bilder drehen sich. Kling! Drei schwitzende Slimes. Ding, ding! Terry erhält 100 Mohngold. Terry bedient den Geldautomaten. Die Bilder drehen sich. Kling! Ein. Nein, sie drehen sich jetzt wieder. Paff! Gary. Terry. Gary. Terry schlägt gegen den Automaten. Ding, ding! Der Automat spuckt viele Münzen aus. Terry erhält 200 Mongold. So, und jetzt kann man an den nicht ran. Und dann muss man das wissen, dass man hier hinten den auch bedienen kann. Terry bedient den Geldautomaten. Die Bilder drehen sich. Und drehen. Und drehen. Terry gewöhnt sich jetzt an die Geschwindigkeit. Wow! Terry schafft. Traf voll ins Schwarze. Ding, ding, ding. Terry erhält 500 Mongold. Und warum gewinnst du so viel? Gib mir das Mohngold. Fangslime, Ungetüm. Scheißviech. Können wir nochmal Fußfeger machen? F-Schwert. Und wir testen mal. Alkoma. Mal schauen. Nice. Nice. Fangslime pennt sogar. Coole Sache. Okay, V-Schwert, F-Schwert und auch mal Eisatem. Paff, 46, boah. Okay, Panther, mach dich nüsse, mach mal den Fußfeger, F-Schwert und Eisatem. Alter, ist das stark.
Das ist voll fies. Der Fangslime, der. Oh, scheiße. Egal. Der pennt die ganze Zeit, fällt da die ganze Zeit hin, kann nicht angreifen. Oh, voll fies, ey. Fußfeger, F-Schwert und Eisatem. Oh, er greift mal an. Aua, oh, da kriegt man auch richtig Damage. Ja, aber der müsste gleich weg sein. Also lange hält er nicht mehr durch. Ist schon wieder hingefallen. Ach, wie schön. Was ist das fies, ey. Richtig fertig gemoscht. Natürlich darfst du mitkommen. Fangen. Jipp. So, Fangslime ist schon Level 20. Das ist schon extrem, wenn man bedenkt, dass Panther so Level 12 war, ne? Oder? Wann haben wir den gekriegt? Mit 12, ja. Fangslime, Slime-Familie, Power Save, Hilfe und Schrei. Kann weg. Heute ist mein Pechtag. Gib mir dein Mohngold, das brauchst du eh nicht. Ist doch ein guter Tag. Hast du dich amüsiert? Lass uns zurückgehen. Und die anderen drei Menschen hier? Die lassen wir einfach hier im Tor vergammeln. Interessiert mich nicht, ich kümmere mich nur um dich. Alles klar. Terry, ihr habt Fangslime besiegt. Ihr wart in einem Casino. Wie viel habt ihr gewonnen? Mohngold? Das hat hier keinen Wert. Tötet ihn! Was? Das ist übertrieben. Ach ja, wart ihr schon im Schrein der Sterne? Nein. Dann tötet ihn! Wer die Paarung so beherrscht, das Turnier. Durch Paarung entsteht ein stärkeres Monster. Ich bin beschäftigt, ich muss jetzt gehen. Tap, 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 tap. Ja, Meister, gehen Sie bitte durch.